Guten Tag und willkommen zurück hier in der Spielhölle in Red Steel. Es geht weiter hier im Dunklen und ihr könnt gespannt sein, was auf uns wartet. Die meisten werden es sich schon denken. Es wird unfassbar viel Rumgeballer geben, wie immer. Aber dieses Mal eher im Stil... ja, Darkroom, ne? Es wird hier auf... Hä, was? Hat er sich ergeben? Warum hat er sich ergeben? Hä? Was war das gerade? Er hat doch diese Ergebe-Animation gemacht. Was zum Teufel? Nee, ich behalte die. Ah, Alter. Entspann dich mal. Ich behalte auf jeden Fall die Pistole. Die ist irgendwie geiler als die automatische Waffe. Die einfach genauer ist und die macht irgendwie gefühlt auch mehr Damage. Und ja, ihr merkt direkt, es ist ja alles etwas angespannter, alles etwas gruseliger, einfach weil hier viel... Ah, Moment. So ging's. Weil hier viel mit diesem... ja, mit der Dunkelheit gespielt wird. Das ist ziemlich geil. Allerdings können wir die Leute immer noch anhand ihrer Masken erkennen. Haha! Nice. Schöner Headshot. Und dadurch können wir dann auch eben denen echt gut einen Headshot drücken, wie ihr gerade gesehen habt, weil man sieht einfach den Kopf, man hält es diesen Kreis drauf und klickt einfach rein. Mega nice. Aber ich mag generell dieses etwas gruseligere Ambiente. Ich bin generell auch ein ziemlicher Freund von Horrorspielen, auch wenn ich, glaube ich, noch keine auf dem Channel gebracht habe. Einfach weil ich, ja, ich finde nicht, dass sich das wirklich für ein Let's Play eignet. Es ist halt so, man läuft dann meistens da durch und oft gibt es dann auch irgendwie eine Story und so Dinger, wo wirklich nur, ja, einen Moment. Und jetzt sind, glaube ich, die Gondeln auch an. Okay. Ja, und solche Spiele, wo es eher darum geht, eine Story... Hallo? Hallo? Ah, okay. Alles klar. Solche Dinger, wo es eher darum geht, eine Story zu erzählen... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht wirklich, ob sich das so als Let's Play eignet. Und versteht, was ich meine. Wenn man dann da durchläuft und dann da die Story halt erzählt und es bietet halt nicht wirklich einen Mehrwert, wenn man das dann einfach zeigt. Weil es geht ja beim Let's Playen vor allem auch darum, das Ganze so... nicht nur gut erzählen zu können, was dann quasi für einen getan werden würde, automatisch, weil wenn man dann die Story vorliest. Ich muss gerade an ein bestimmtes Horrorspiel denken. Ich glaube, The Park heißt das, wo man in so einem Freizeitpark ist und man läuft dann da durch, bla bla bla. Sondern es geht auch darum, in einem Let's Play, zumindest für mich zum großen Teil, dass man mit dem... Ja, ja. Wenn Sie vorgehen möchten, steigen Sie doch in eine der Seilbahnen. Achten Sie jedoch auf diese verrückten Kaninchen. Diesen Nager darf man nicht trauen und sie können furchtbar schlecht Skifahren. Ach. Spaß in diesem Abschnitt, Scott-san. Das ist der Zweck der ganzen Übung. Ja. Oh, und sehen Sie sich bei Gelegenheit ein bisschen um. Vielleicht finden Sie ja ein nettes Spielzeug. Okay. Ja, alles klar.
Scheint hier wohl eine ganz geile Waffe zu geben. Ja, wo war ich? Genau. Es geht vor allem auch darum, dass man ein bisschen Gameplay von einem zeigt. Nicht einfach nur da durchläuft. Dass man quasi auch zeigt, was man so drauf hat. Und das ist halt bei solchen Spielen, wo es nicht wirklich viel um ja, Können geht, sondern viel eher um Story, ist es halt schwierig. Oh, was? Also mit dem Umsehen gehe ich mal von aus, dass hier die, Sniper gemeint ist. Okay, nice. Der war ziemlich easy zu machen. Der hat ziemlich oft verfehlt. Scheiße, ich hab mega daneben gehauen, schon wieder. So, jetzt aber. Der war drinne. Ist aber auch manchmal schwierig mit den... Deckung. Ist aber auch manchmal schwierig hier mit den... mit der Bewegungssteuerung zu zielen. Und ich weiß jetzt gar nicht, haben wir die Kaninchen schon alle weggemacht? Also wir haben sie, glaube ich, alle weggemacht, aber die eigentliche Frage ist, sind sie respawned? Der scheint da irgendwo, ja, da ist er. Nice, schönes Ding. Gibt's hier noch jemanden? Wie komisch das aussieht, weil die Gondeln wirken irgendwie so, als wären die nicht fest an so einem Seil, sondern hätten innen drin dann noch irgendwie so einen Motor, womit die zurückfahren können, damit die halt am Platz bleiben. Ja. Wie kommt man da rein? Hier oben lang vielleicht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Vielleicht von innen und dann hier über dieses Metall. Das wird jetzt schmerzhaft. Das wird jetzt richtig schmerzhaft, glaube ich. Mann, wie kommt man denn da nochmal rein? Oder kann man hier auch hochlaufen? Ach nee, man kann hier, glaube ich, hochlaufen und muss dann da in die Kabine. Ja, stimmt. Was zum Teufel? Kann man da doch nicht hochlaufen? In einer Sprengstoff gedroppt oder was? So. Dann haben wir die ersten beiden hier direkt weg. Können dann hier... Moment mal, geht das auch auf richtig krasse Distanz? Nee. Geht nicht. Heißt, wir müssen hier die Sniper benutzen. Ich glaube, da rechts hat sich noch einer versteckt. Ja, genau. Wunderbar. Dann da oben. Und... Na, komm schon. Hä? Ich war doch drauf. Scheiß drauf. Okay. Wie sieht's jetzt mit den Kaninchengefiechs aus? Au, 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 au. Okay, da wird tatsächlich immer wieder was runtergeworfen. Moment, ist da gerade noch einer gekommen? Noch einen Typ?
Nee, sah nur so aus, glaube ich. Wenn wir das vorher nicht kaputt gemacht hätten, also den Kopf von dem Dingen, wären wir dann auch so hochgekommen? Ich weiß es nicht, aber wo kommen wir denn jetzt hoch? Weil da werden wir ja kaum langkommen, wenn da die ganze Zeit Sprengstoff gedroppt wird. Oder? Oder vielleicht hier am Rand? Also hier am Rand ist es auf jeden Fall möglich, aber ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Naja, scheiß drauf. Wir sind oben. Und... Na, doch, kann echt gut sein. Kann echt gut sein, dass es gewollt ist, dass man sich da ein bisschen dran herschlängelt. Ich glaube, hier kommt man auch nicht hoch. Ich will es jetzt auch nicht austesten, weil wenn man dann wieder runtergetragen wird, was ist denn jetzt los? Wenn man dann wieder runtergetragen wird. Ah, okay, es sind neue Gegner gekommen. Aber müssen wir jetzt hier lang? Nein. Warum ist hier dann ein grüner Pfeil, hä? Naja, was soll's. Wenn wir da wieder runtergetragen werden würden, dann müssten wir halt wieder hoch und könnten dann vielleicht wieder failen unter Umständen. Hätte ich keinen Bock drauf. Und diese Drecksäcke da oben. Moment, da habe ich einen gesehen. Zack, schönes Ding. Das war es aber noch nicht, oder? Ja, okay, ich duck mich hier einfach hin. Und dann sollten wir es hinbekommen. Relativ easy. Okay. Schönes Ding. Ja. Das habe ich mir gedacht. Ah, komm. Du auch? Zack. So, runter damit. Runter damit. Wunderbar. Moment mal. Ist das hier nicht sogar mit den... Ja, ich meine, mich an was erinnern zu können. Aber ich will es noch nicht sagen. Oh, nice. Das zählt noch als Treffer, obwohl er sich weggeduckt hat. Interessant. Okay. Nice. Was ist hier los? Kommen da immer wieder neue? Müssen wir hier in das Dingen rein? Wir gehen einfach mal hier hin. Und klicken die beiden weg. Alter. Holy shit. Ist hier viel los. Aktuelles Einsatzziel erreicht. Okay. Überraschung. Die beste Tarnung beim Skifahren ist doch immer noch ein Latexanzug, oder? Kommt das jetzt sofort? Hä? So? Was war das denn, ey? Ja, Mann. Da ist es. Diese Power Ranger Kostüme, Alter. Holy shit. Aua. Komm schon. Aua. Nein. Kriegen wir vielleicht heute mal einen... Wie heißt das? So einen komischen Schlag hin?
Hallo? Er wollte nicht. Er wollte nicht. Er will nicht. Er will wirklich nicht. Es ist so ein Scheißdreck. Au. 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 Komm, jetzt schlag doch nicht immer nach links. Hallo? Was soll das? Komm. Mach deinen Scheiß da. Und dann haben wir ihn. Mann, ey. Also bei solchen Gegnern, die echt nur die leichten Angriffe benutzen, sollte man echt nicht so viel ausweichen. Sondern das tatsächlich eher bei... Noch einer. Er steht falsch rum. Okay, nice. Das eher bei Gegnern machen, die schwere Angriffe benutzen. Au. Holy shit. Okay, nice. Okay, komm, ich will jetzt mal so ein... einen komischen Spezialschlag machen. Aber er will nicht. Er will es einfach nicht. Okay. Ich hätte es fast geschafft. Aber, ja. Da war er schon down, der Typ. Gut. Kommt jetzt noch einer, oder? Wie sieht's aus? Ah. Meinst du, als wär's das gewesen? Ich dachte, es kommt noch ein blauer, aber... Anscheinend war's das. Okay. Benutzen wir die Pistole immer noch? Weiß es nicht. Wie viele Munden haben wir hier? Ja, komm, lass die Pistole einfach weiter benutzen. Und die Shotgun. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Kombination. Okay. Ich dachte, da wäre ein Loch, aber... Ja, ist halt nur so ein Loch im Steg, aber wir werden noch durch ein weiteres Gitter abgesichert. Alles klar. Bei Bedarf kannst du die Kamerasteuerung im Optionsmenü anpassen, um einen Gegner zu fokussieren. Ziele auf ihn und halt den A-Knopf gedrückt. Bewege die Wii-Fernbedienung jetzt vor und zurück, um herein und heraus zu zoomen. Ja, wissen wir alles schon. Machen wir auch fleißig. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher an den Nordpol. Sie sind nicht weit vom Ausgang entfernt. Mhm. Sie müssen nur rechtzeitig diesen kleinen Zug erwischen. Aber wenn es hier so heiß hergeht, schmilzt das Eis sehr schnell. Ich rate Ihnen zur Eile. Ja. Dann lass mal losgehen, würde ich sagen. Was zum... Was zum Teufel? Okay, ich glaube, die werden sich jetzt öfters als solche komischen Dinger verkleiden. Also müssen wir da ganz genau drauf aufpassen. Wie benutzen wir nochmal Granaten? Ja, okay. Mit Steuerkreuz nach unten, alles klar. Na, Speicherpunkt und wir kriegen nochmal eine leichte Weste. Die wir, glaube ich, auch brauchen werden. Ich glaube, wir wechseln mal zur Shotgun. Und machen die beiden Typen weg. Wie viel hält er denn bitte aus? Hau ab! Holy shit. Kurz in Deckung gehen. Komm, genug nachgeladen. Okay. Alter! Ich weiß nicht, ob die Shotgun hier die beste Wahl war. Oh, aber den haben wir richtig fett weggeschrotzt. Und den auch. Nice. Wie ich nix getroffen habe, Alter. Oh, was? Richtig geil. Also, dass ich das mit der Wii-Fernbedienung hinbekomme, das verdient ein Like, oder? Naja, aber im Ernst, das ist nicht ganz leicht, hier vernünftig zu aimen. Mit der Wii-Fernbedienung.
Obwohl ich es trotzdem sehr angenehm finde. Das ist irgendwie mega komisch. Es ist nicht so das Leichteste und nicht wirklich konventionell, aber es ist irgendwie, es fühlt sich angenehm an. Noch geiler wäre es natürlich mit so einem Attachment, wo man dann die Wii-Verbindung reinhängen kann, was dann wie so eine Pistole ist. Das wäre natürlich mega geil. So wie bei, Duck Hunt Duo, genau. So wie bei Duck Hunt Duo früher. Das war echt nice. Ich durfte das zum Glück auch schon mal spielen, im Original auch. Und da versteckt ja, da steckt ja ein ziemlich netter Trick hinter. Und zwar sendet diese Pistole, die man da benutzt, ein Signal an den Fernseher, wo der Fernseher dann kurz ausgeschaltet wird, außer halt der Teil, wo man drauf zielt. Ah, okay, ich dachte, wir müssen das Schloss putsch schießen. Schlüsselkarte vor allem, okay. Außer der Teil, wo man drauf zielt. Und das kann halt das Spiel erkennen. Und wertet dann den Treffer oder wertet ihn eben nicht. Nachdem, ob man halt drauf war oder nicht. Echt ganz interessant. Und wie gesagt, ich durfte das auch schon mal spielen. Hab's leider nicht hier zu Hause. Ich habe hier zwar eine NES. Und also funktionierende NES und zwei SNES. Ich weiß jetzt nicht, für welche Konsole das war. Und ich weiß auch nicht, ob die zwei SNES funktionieren. Aber ich hätte es theoretisch hier. Ich könnte mal nachschauen, für welche Konsole das Spiel war. Und könnte man halt auch das Spiel und die Pistole dazu kaufen. Ja, in der Tat. Und hier ran, an diesen Abschnitt, kann ich mich echt noch ganz gut erinnern. Ja. Genau so sieht's aus. Da sind hier auf der Strecke so ein paar, ein paar Sprengstofffallen. Und die müssen wir unbedingt kaputt schießen. Bevor wir da reinbrettern. Und wir haben es geschafft. Alles klar. Sehr nice. Hallo? Müssen springen. Okay. Ich weiß noch, als Kiddy habe ich hier ein bisschen gestruggelt, aber wir waren jetzt auch lucky, dass wir die Pistole dabei hatten, die echt gut für diese Situation. Echt gut für diese Situation ist. Und wieder diese hässlichen Kack-Monsterviecher. Nee, hau ab. Wie viel der aushält. Wie viel der Drecksack aushält. Ich habe mir die als Kind jede Woche im Kino angesehen. Aber Vorsicht, der Weg ist hier versperrt. Überlegen Sie sich, wie Sie da durchkommen. Wie wär's denn, wenn Sie ein Omelett aus diesen großen Eiern machen? Okay, wir müssen anscheinend diese irgendwelche Eier finden. Okay. In irgendeinem Ei wird sich... Okay, nice. In irgendeinem Ei wird sich hier dann ein Schlüssel verstecken. Und ich denke, in ein paar Eiern werden auch ein paar Typen sein. Okay, dann haben wir instant weggetappt. Nice. Alter.
Nice. Also die Pistole ist echt mega geil. Schade, dass wir nur noch 11 Schuss haben, aber gut. Was willst du machen, ne? Na, bleibst du wohl hier? Oh! Eine schwere Schussweste. Nice. Shit. Und? Scheiße, ey. Mit... Als ob! Ich war doch auf seinen Kopf! Wie diese komische Anvisierfunktion irgendwie eher hinderlich ist manchmal. Aber durch diese Gräser ist das schon ganz geil. Weil wir dort dann die echt gut verfolgen können, die Gegner. Wegen, ja, aus offensichtlichen Gründen. Wegen dem weißen Kasten halt. Und hier hatten wir leider kein Glück. Na, ich denke immer noch, dass sich der Schlüssel einem der hinteren Eier verbergen wird. Ah, nice. Hier ist er. Und ich denke, wir gehen jetzt auch raus. Denn wir haben ja die Schussweste aufgenommen. Und ich denke, es wird hier nicht nochmal eine Schussweste geben. Und ich will nicht wirklich ja, Haltbarkeit davon verschwenden. Durability wollte ich erst sagen, aber gut. Brauchen wir ja nicht unnötig Englisch reden. Immerhin haben wir das Spiel ja nicht auf Englisch, haben keine englischen Zuschauer. Oder vielleicht haben wir englische Zuschauer oder vielleicht auch holländische Zuschauer, die bisschen Deutsch lernen wollen. Gibt es ja auch immer mal wieder. Was ich immer sehr interessant finde. Und es gibt tatsächlich zwei weitere. Einen roten und einen blauen. Aber zuerst kämpfen wir gegen den blauen. Glaube ich, oder? Sie ampeln auf jeden Fall ein bisschen rum. Bevor wir endlich anfangen können zu fighten. Und tatsächlich. Erster blaue. Nice. Hä? Ach, als ob ich das scheiß Cutter nicht ausführen kann. Ich hab ihn sogar eben... mit dem, Dingen getroffen, mit diesem... Oh, nice, jetzt haben wir endlich mal einen hinbekommen. Ich hab ihn eben mit dem Tanto getroffen. Aber das Spiel wollte es irgendwie nicht anerkennen. So, die Animation kam durch, aber nicht, dass wir Respektpunkte bekommen haben. Nice! Cutter vollständig. Hallo. Okay, sick. Wunderschön. Na, einfach ein bisschen üben. Wo geht's her? Hier? Ja, vielleicht. Nein, natürlich genau auf der anderen Seite. Es ist sogar ein Pfeil da. Och, Mann. Aber gut. Grüner Pfeil heißt ja nicht alle immer was, ne? Weil, gut. Eben war auch ein grüner Pfeil da bei der Skipiste und da war es der falsche Weg. Der Weg, wo wir halt vorher hergekommen sind. Da sind sie also. Sie sind gut, das gebe ich zu. Und ich hoffe, dass Ihnen die Reise gefallen hat. Niemand hat war geil, ja. Bis zum Ende mitgemacht. Nun, diese Hartnäckigkeit zeigt mir in aller Deutlichkeit, dass Sie wirklich Satos Autorität wiederherstellen wollen. Mhm. Das Spiel war ganz wunderbar. Ich will fair zu Ihnen sein. Sie haben gewonnen. Ich folge Ihnen. Nice. Alles klar. Ich glaube... Wenn man sowas überlebt, hat man aber auch den Respekt
der Leute deutlich verdient. Rang Krieger. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen mal, wie es im nächsten Part weitergeht. An die anderen Dinger kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr erinnern. Könnte natürlich heißen, dass die lame waren, klar. Aber es gibt auch was Positives. Dass es dann wieder so ein bisschen, ja, so halb blind wird. Also, ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe auf jeden Fall schon wieder mega Bock aufzunehmen. Und werde jetzt direkt den nächsten Part aufnehmen, damit wir nicht sowas haben wie die letzten Tage, dass einfach mal kein Video für, keine Ahnung, 3-4 Tage hochgeladen wurde. Nun gut, genug Gelaber. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.